Hallo ihr Lieben, ich habe heute einen Drogerie-Haul, aber vorwiegend war ich bei DM. Ich habe ein paar Sachen von Kiko und ein paar Sachen von Bieber noch gekauft, aber wirklich, sagen wir so, 80% davon sind vom DM und ich werde aber mit den anderen anfangen, weil das Beste kommt ja zum Schluss, ne? Da fangen wir mal mit Müller an. Bei Müller habe ich mir nur zwei Sachen gekauft und zwar zwei Essenspinsel. Und zwar ist das so einer. Aber ich habe eine Verpackung weggeschmissen. Ich weiß nicht mehr, was das für ein ist. Ich glaube, das ist einfach nur ein Lidschattenpinsel gestanden. Aber den kann man auch als kleinen Blenderpinsel verwenden oder für die Lidfalte oder so. Das geht auch auf jeden Fall. Und dann den Pinsel aus dem neuen Essenssortiment. Und zwar den Blenderpinsel. Den habe ich auch schon benutzt. Der ist wirklich gut. Die haben jeweils. Also ich nehme mal an, dass der 1,45 kostet und der 1,25. Also ist nicht so ein großer Unterschied, aber den Blenderpinsel würde ich auf jeden Fall empfehlen. Der kostet nicht viel und der ist auf jeden Fall sehr gut für den Preis. Dann habe ich zwei Sachen von Kiko. Da war ich auch vor ein paar Tagen und da habe ich mal nur zwei Dinge gekauft. Und zwar die Matte Base Corrector, den Face Primer, die Full Protection Skin Foundation. Und zwar ist es mit der Farbe. Und ich finde, das ist ein Dupe zu den Fit Me Concealer Stiften. Und der hat auch eine gute Farbe. Ich kann das mal zeigen. Also, der hat schon ziemlich gute Farbabgabe. Ich habe mir den hellsten genommen. Das ist die Nummer 12, wenn ich mich nicht alles. Da weißt du ja. Ist die Nummer 12. Hat noch zwei verschiedene Farben gegeben. Ob es die hell auch gegeben hat, weiß ich nicht. Ich habe da nur die dunklen gesehen. In drei verschiedenen Stufen. Und da hat der Primer 8,90 kostet und die Full Protection Foundation, die hat 3 € kostet, die war im Angebot, die hätte vorher, weiß nicht wie viel kostet, aber wurscht, 3 € ist auf jeden Fall was wert gewesen, das probiere, weil ich habe die ganze Zeit schon überlegt, ob ich mal in Fit Me Stift den Original halt kaufe von Maybelline und ja, das war mir aber die 12 oder, kostet 12 oder 13 € war mir das nicht wert. Und jetzt habe ich eine gute Alternative gefunden. Also für alle, die den noch haben wollen und sich nicht entscheiden können, holt euch den von Kiko. So, dann bei der Bieber habe ich mir das Rexona Maximum Protection Deo gekauft. Und zwar habe ich das Sensitive Dry, da hat es zwei verschiedene gegeben. Und das hat 5,99 € kostet. Ich war mir einfach nicht sicher, ob ich es nehmen soll, aber eine Freundin hat mir dann gesagt, dass es so gut ist und dass es wirklich schützt. Und ja, deswegen haben wir es mitgenommen. Dann habe ich mal fürs Pinselwaschen von Babywell ein Babyshampoo gekauft. Und ja, was soll ich dazu sagen? Damit wasche ich meine Pinsel halt, ist nichts Aufregendes. Das hat 1,49 € gekostet, das sind 250 ml drin. Ich finde, das ist ganz günstig. Deswegen habe ich es auch mitgenommen. Und zu guter Letzt habe ich mir noch eine Mascara gekauft und zwar von Look. Die hat 3,99 € gekostet. Das ist die Wawa Woo Mascara Intensive Volume. Da kann ich euch mal die Bürste zeigen. Die ist ziemlich groß. Ich habe mir damit heute schon die Wimpern getuscht. Das ist etwas schwierig, weil ich weiß nicht, mir kommt vor mit der, als hätte ich urkleine Augen und dass das alles nicht hinten und vorne ausgeht. Aber ja, die hat jedenfalls 3,99 € gekostet, wie gesagt. Und ich habe auch noch mehrere Wimperntuschen gekauft, weil ich vorhabe, dass ich mehrere Wimperntuschen teste und die dann miteinander vergleiche und so. Ihr kennt ja das Spiel. Und ja, ich mache mal weiter mit dem DM. Ich fange mit den unspektakulären Sachen, was mich am wenigsten interessieren. Ich habe mir von Alnatura so ein Bärenzeug gekauft. Das sind solche kleinen Früchteriegel. Die haben 1,95 € gekostet. Ich finde, das ist schon ein bisschen viel, weil es sind wirklich nicht viele drin. Es sind nur so kleine Abteilungen, immer so fingerbreit ungefähr. Und ja, ich wollte es mal probieren, weil es auch lecker ausschaut. Und wenn das so ist, wie ich es mir vorstelle, dann schmeckt es mir sicher. Noch eine Essenssache sind von Alnatura wieder die Hirsebällchen. Die, weiß nicht, die haben mich angesprochen, schon lecker aus. Ich habe den ungarischen Geschmack genommen. Da hat es auch noch Erdnuss hat es da noch gegeben, aber weiß nicht, die hat mich immer mehr angesprochen. Die haben 95 Cent gekostet. Ich bin schon gespannt, wie sie das sehen. Vielleicht kaufe ich mir die ja wieder. So, dann habe ich mir wieder was ganz Langweiliges gekauft. Ich habe mir Haargummis gekauft, weil meine irgendwie alle immer weg sind. Und ja, die haben 2,95 € gekostet. Das sind 12 Stück drinnen. Die sind ohne Metallding, weil es ist schädlich für die Haare. Ja, und das waren die spannenden Haargummis. Aufregend, gell? Dann habe ich mir eine Hornhautfeile gekauft. Von Balea ist die. Weil jetzt kommt ja schon langsam wieder der Sommer, jetzt wird es wieder wärmer, da müssen die Füße auch ein bisschen mehr gepflegt werden. Und
Und die war ganz billig. Die hat 1,55 kostet. Ich nehme mal stark an, der zwei, ja, der zwei Seiten. Und ja, was will man mehr? Braucht man nicht so viel. So, dann habe ich mir so eine Probe gekauft von einem Head and Shoulders von dem Classic Clean. Weil kann ja immer mal sein, dass man das mal brauchen will. Das ist für normales Haar. Das ist Anti-Schuppen-Shampoo. Kann man mal ausprobieren, aber ich finde, die riechen nur komisch. Ja, die riechen irgendwie. Weiß ich, kann nicht beschreiben. Nicht, die haben jetzt keinen leckeren Duft, sag ich jetzt mal so. Es riecht nicht unglaublich schlecht, aber ich finde auch nicht, dass es unglaublich gut riecht. Dann habe ich mal von der Balea Professional Serie ein Haarshampoo und eine Spülung gekauft. Und zwar ist das das Repair Pflegeshampoo und die dazugehörige Spülung. Die sind ohne Silikone. Also Shampoo und Spülung haben jeweils 1,65 kostet. Die ist so ganz okay. Da ist ja ziemlich viel drin. Da sind 200 Milliliter drin und im Shampoo sind 250 drin, weil die meisten einfach mehr Shampoo brauchen. Ich auch, aber mir geht es jetzt immer gut aus. Und ja, eine Freundin von mir schwört auf die Marke, auf die Reihe, also auf die Professional-Reihe von Balea. Und ich probiere es auch mal aus. Wenn es mir gefällt, kaufen wir es auf jeden Fall nach. Dann habe ich entdeckt von Balea das Urea-Lippenbalsam. Urea soll ja sehr feuchtigkeitsspendend sein. Und ja, das ist der SOS, also das hat SOS-Sofortschutz. Das ist für sehr spröde Lippen, die habe ich zwar jetzt nicht so, aber ja, man kann die Lippen nicht genug pflegen, also kann man es einmal probieren. Das passt auch super in die Handtasche, weil es ist keine große Tube. Das hat 95 Cent kosten, ist so ziemlich viel für so ein kleines Ding, aber ja, man kann es einmal probieren. Wenn es gut ist, ist es auf jeden Fall den Preis wert. Das nächste Balea-Produkt und zwar zwei Masken: einmal die Peel-Off-Maske und einmal die reinigende Maske. Sind jeweils zwei Anwendungen drinnen. Kosten jeweils 55 Cent, finde ich vollkommen okay, weil das macht man nicht jeden Tag, da will man sich ja was gönnen dafür. Macht man vielleicht einmal in der Woche und ja, dafür ist das ein fairer Preis, finde ich es. Dann habe ich mir von Alverde gekauft, die Körperbutter im Bärentraum. Habe ich letztens von der Love Being a Woman 1993 ein Aufgebrauchsvideo gesehen, hatte die auch hergezeigt und gemeint, dass sie so extrem gut riecht und da wollte ich es unbedingt ausprobieren. Und die hat. Der 2,95 kostet, finde ich vollkommen okay. Das ist auch eine große Tube, finde ich. Und ja, bin schon gespannt, wie die riecht. Ah ja, oder es ist eine Limited Edition. Also wenn ihr die Bärentraum haben wollt, würde ich sofort zum DM rennen und mir die holen. Dann kommen wir zu noch einem langweiligeren Teil. Und zwar habe ich meine Haarbürste gekauft, eine neue, weil meine ist wirklich schon zum Weghauen. Und ja, jetzt habe ich die von Ebelin. Die ist mit solchen Strasssteinchen. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist mir eigentlich relativ wurscht, aber die war weich und die hat sich gut angefühlt. Deswegen habe ich es mitgenommen. So, die Bürste hat 5 Euro kostet, ist finde ich eigentlich ziemlich viel für Bürste, weil ich gebe sonst immer nur weit weniger aus, weil ja, keine Ahnung. Und ja, ist auch nicht so tragisch. Und ja, mal schauen, wie die so ist. Das letzte Nicht-Schminkprodukt, was ich jetzt euch zeige, ist von Syoss. Und zwar weiß ich nicht, wie das heißt, weil die das überpickt haben, aber das ist auf jeden Fall eine Farb-Perfection-Wunderkur. Kann man in drei verschiedenen Anwendungen machen. Und zwar ist die für koloriertes oder gestrehtes Haar, was ich hier habe. Und zwar kann man es entweder vor dem Waschen draufgeben, also als Kur in die Haare und dann ausspülen oder über Nacht drinnen lassen. Die hat 4 Euro kostet, die hätte, glaube ich, original mindestens 8 Euro kostet. Das ist ein Sonderpreis, die nehmen es vielleicht als Sortiment oder so, keine Ahnung. Und ja, deswegen habe ich es für 4 Euro mitgenommen. Kann man mal ausprobieren, Syoss ist ja auch schon nicht so schlechte Marke. So, dann kommen wir zu den Schminksachen. Da habe ich unter anderem von Catrice den Prime and Fine, die Anti-Red Base. Da wollte ich mir fast von Kiko den kaufen, der hat aber 10 Euro kostet oder 9. Der hat aber nur 5 Euro kostet, ist zwar auch nicht so wenig, aber ja, ich brauche das nicht so oft. Ich bin nur ab und zu mal ein bisschen Röter im Gesicht und ja, kann man sich einmal mitnehmen und anschauen. Dann habe ich mir zwei Essence-Wimpernduschen gekauft: einmal die I Love Extreme Mascara und einmal Get Big Lashes Mascara. Da kann ich euch mal die Bürsten zeigen. Bei der I Love Extreme, jetzt die eh schon sehr oft gesehen haben, die Videos, ist auch so eine größere Bürste. Und einmal die Get Big Lashes Bürste, die ist auch ein bisschen so ähnlich, aber nicht gar so spitz, wie ich finde. Und ja, wie ich vorher schon gesagt habe, will ich mal ein paar Mascaras ausprobieren und die testen. Und da habe ich halt die zwei auch genommen, weil die auch sehr beliebt sind auf YouTube, was man so mitkriegt. Die hat einmal 2,95 kostet. Und die 2,45 kostet, also passend billiger. Finde ich,
Ist nicht so ein schlechter Preis für die Wimpernduschen und ja, werden auf jeden Fall getestet. Dann habe ich mir auch von Essence die Isle of Stage Eyeshadow Base gekauft. Die sieht man ja auch oft auf YouTube. Die hat 2,65 gekostet, kann ich das mal zeigen. Die ist sehr, sehr deckend, das habe ich nämlich auch schon ausprobiert dort. So, ich habe da nur ganz wenig drauf gemacht und man sieht schon, dass das sehr, sehr, sehr deckend ist. Und ja, das zu der. Ich bin ja schon gespannt, weil meine andere, die dürfte irgendwie kippen gerade. Die von Manhattan. Und ja, ich habe gedacht, nehme ich mal die auch noch dazu. Dann habe ich von der Limited Edition von Catrice ein Blush gekauft. Und zwar ist es 1001 mit Cherry. Das sind zwei verschiedene Farben, wenn man das sehen kann. Eins ist eher so ein Lila und dann so ein Pink dabei. Ist echt schön. Hat auch eine schöne Farbabgabe. Das hat 3,65 gekostet. Ist eins von den wenigen Rouges, die ich habe. Und ja, der Lippenstift hat 3,95 kostet, finde ich sehr schön. Dann habe ich einen Lippenstift von Essence gekauft in der Farbe 05 Dare to Be Nude. Der hat 2,45 kostet, der ist wirklich ein schönes, dunkles Nude. Ist ziemlich so bei meiner Lippenfarbe, ich kann es immer auswatchen. So, da ist er. Der ist im Gegensatz zum Catrice Lippenstift etwas glänzender. Der Catrice ist eher matt, hätte ich gesagt. Und ja, gefällt mir sehr gut. Und zu guter Letzt habe ich mal endlich, muss ich sagen, ich bin ja schon ewig und dreifach darum herumgerannt. Und zwar habe ich mir die Absolute Nude Palette von Catrice gegönnt. Die war eigentlich gegönnt. Die war eh nicht teuer. Die hat nämlich nur 4,95 gekostet. Die Farbabgabe ist ziemlich gut, was ich so schon geswatcht habe. Und ich kann das mal zeigen mit der hellsten Farbe. Ja, das sieht man schon ziemlich gut. Die dünnste Farbe vielleicht auch noch. Ja, die sieht man sehr gut. Und so nochmal auf der Hand, ob man es erkennen kann. Und ja, freue ich mich schon richtig drauf. Und für den Preis kann man eh nicht viel falsch machen, auch wenn es jetzt nicht so lange halten sollte. Aber ja, ich bin glücklich, dass ich mir die endlich gekauft habe. Da bin ich ewig gesagt schon ein paar Mal drum herum gegangen und habe überlegt, soll ich nicht. Und ja, jetzt habe ich. Das war dann auch das letzte Produkt, was ich mir gekauft habe. Das war es dann auch mit meinem Haul. Ich hoffe, da hat euch gefallen. Vielleicht war ja irgendwas dabei, was euch geholfen hat oder was ihr auch mal ausprobieren wollt. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Tschüss!